Du fragst dich, was das für ein Haufen Elend ist? Dieser Sumo-Ringer ist der Nasikaba Trachus Sahyadrensis. Und weil niemand Zeit hat, den ganzen Mist auszusprechen, nennen wir ihn einfach Lila Frosch. Dieser kleine muskulöse Ball ist eine in Indien lebende Amphibie, die sich fast das ganze Jahr über im Boden verbirgt, weil sie weiß, dass ihre Hässlichkeit das Sehvermögen aller anderen Tiere in der Umgebung durchs alleinige Betrachten schädigen kann. Lila Frösche kommen also nur während des Monsuns für etwa 2 Wochen heraus, um sich schnell fortzupflanzen, und dann kehren sie in die tiefsten und ekelhaftesten Teile der Hölle zurück, aus denen sie gekommen sind.